Und Sie sind hier wegen Tipp. Das hier übrigens sind Bilder aus einer Graphic Novel, also Bilder aus einem Comic-Roman. Anfang 2013 haben wir Ihnen schon mal etwas davon gezeigt. Wir hatten den Schreiber Sascha Grusche und den Zeichner Christopher Della Garza in ihrem winzigen Potsdamer WG-Zimmer besucht. Und da war ihre Story um den buddhistischen Mönch David noch ganz am Anfang. Wir hatten versprochen, dass wir noch mal kommen würden, um nach dem Projekt zu sehen. 2,5 Jahre später, es ist soweit. Die Welt in nicht allzu ferner Zukunft. Kein schöner Ort. Düster, laut, aggressiv. Der Blick auf das, was uns erwartet, ist verstörend und doch nicht ganz ohne Hoffnung. Die Geschichte von David, dem buddhistischen Mönch, steht kurz vor ihrer Vollendung. Café Early in Berlin-Kreuzberg. Sascha, der mittlerweile als Doktorand am Bodensee arbeitet, hat hier sein provisorisches Atelier aufgeschlagen. Wir haben jetzt die allerersten Seiten noch zu malen, ironischerweise, denn wir haben von hinten angefangen und arbeiten uns Schritt für Schritt vor. Die Seiten, die noch fehlen, die sind auf jeden Fall schon in meinem Kopf sehr klar. Ich habe die also schon seit 3 Jahren fast vor Augen. Hemispheres. Von der Idee für diese Graphic Novel bis jetzt ist also schon viel Zeit vergangen. Nicht nur ihre Schöpfer, sondern auch die Arbeitsmethoden haben sich entwickelt. Sie sind transparenter, für den Betrachter nachvollziehbarer geworden. Ähnlichkeiten mit tatsächlich existierenden Bauwerken sind nicht zufällig, sondern gewollt. Wer genau hinschaut, entdeckt außerdem Anleihen bei Geschichte und Kunst. Und wer die Nachrichten aufmerksam verfolgt, wird immer wieder Analogien finden. In unserer Graphic Novel haben wir verschiedene Botschaften versteckt in den Bildern, die man also erst mit Hintergrundwissen oder mit genauerem Hinschauen entdeckt. Und das soll so eine kleine Belohnung für den Leser darstellen und das Interesse weiter wecken, dass er also spürt, ja, dieses Buch hat wirklich was zu bieten. Da gibt es Dinge, die ich selber entdecken kann. Na, wie geht's? Gut. Zum Beispiel auch Menschen aus dem echten Leben. Prominente gar wie Van Boli Menzel, den Erfinder der Hartz-IV-Möbel. Natürlich ist es wichtig, dass die Personen aus der Wirklichkeit in das inhaltliche Konzept passen. Und so wird aus dem Architekten Van Bo, der immer wieder mit besonderen sozialen Projekten für Aufsehen sorgt, ein Mönch und Freund der Hauptfigur David. Das sieht voll abgefahren aus. Man kann mich ja sogar erkennen. Ja? Ja, ich finde das sieht so ein bisschen aus wie Bruce Lee. Papa! Ja. Papa! Van Bo musste nicht lange überlegen, ob er Teil dieses außergewöhnlichen Projektes sein wollte. Mich interessiert es einfach, wie die Jungs die Welt wahrnehmen oder was sie der Welt mitteilen wollen. Das interessiert mich. Deswegen mache ich da halt gerne mit. Hemispheres ist kein Superhelden-Comic. David, der Mönch, kann die Welt nicht ändern und schon gar nicht retten. Was er vermag, ist, den Menschen einen Spiegel vorzuhalten. Philosophie statt Action. Für viele Verlage ist die Geschichte damit allerdings schlichtweg zu anspruchsvoll. Davon lassen sich Christopher und seine Mitstreiter aber nicht einschüchtern. Auch wenn es das Buch noch gar nicht gibt, die Vermarktung hat längst begonnen. Da kommt Simon ins Spiel, der seit 1,5 Jahren als Concept Artist zum Team gehört. Think big ist die Devise. Großdenken. Und durch 3D-Drucker sind dem Merchandising im Prinzip keine Grenzen mehr gesetzt. Unser Plan ist es eben, nicht nur unser Buch zu veröffentlichen, sondern auch die fiktive Welt in die Realität zu holen. Die Mönchskerzen aus Bienenwachs gibt es schon. Aber das, so viel ist sicher, ist erst der Anfang. Sollte wirklich kein Verlag anbeißen, dann drucken die Jungs ihre Geschichte eben selbst. Für 39 Euro soll sie zu haben sein, inklusive Ticket für die Buchpremiere in Berlin. Auch wenn es bis dahin noch ein bisschen dauert.